Hi Leute, herzlich willkommen auf dem Weg zur Top 1000 in Mecabellum. Ich will euch gerade einmal den aktuellen Status zeigen. Und zwar, mein Rang ist 1676 mit 1208 MMR. Und dann will ich direkt starten. 1 gegen 1. Oh, das ging schnell. Hugin und Munin. Ah, cool. Okay. Hugin und Munin sind die zwei Raben von Odin, die Gedanken und Erinnerungen der Menschen fliegen tagsüber über die Erde, kommen nachts zurück zu Odin und berichten ihm. Ja, werde ich mir wahrscheinlich irgendwann als Tattoo stechen lassen, die beiden. Deshalb, ja, ganz cool. Kleiner Einschub mal am Rande. Aber jetzt zurück zum Spiel. Ich würde sagen, Cost Control und Sledgehammer Arclight. Was hat denn der Gegner? Taranteln, Sniper, Farseer in Runde 3. Ja, auf jeden Fall Crawler jetzt erstmal. Die Taranteln werden die zwar gut wegmachen. Vermutlich, aber nichtsdestotrotz. Ich überlege jetzt mal, ob ich die Panzer. Ich probiere mal die Panzer so zu stellen. Ja, wobei. Hier mache ich jeweils eine Arclight hin. So. Hier lasse ich noch etwas Platz dazwischen. Und dann mache ich die beiden Panzer hier. So. Mache ich es noch weiter außen hier? Ich würde es jetzt mal so probieren. 100 habe ich noch übrig. Da hole ich jetzt Angriff. Genau. Unsere Fähigkeit Cost Control Spezialist bewirkt übrigens, dass wir jede Runde 100 mehr Geld bekommen, aber dafür haben unsere Einheiten 11% weniger Angriff und 11% weniger Leben. Das habe ich jetzt mit dem Angriffsupgrade hier schon mal ausgeglichen. Dadurch haben wir 12% mehr Angriff. Wir könnten es jetzt hier nochmal upgraden. Dann haben wir nochmal 24. Oder wir könnten hier die HP upgraden um 15. Dann hätten wir es schon wieder ausgeglichen, die Anfangsschwäche. So, er hat uns jetzt erstmal gut weggemacht. Was nehmen wir denn? Ich würde jetzt mal die Mustangs nehmen, weil wenn er jetzt irgendeine Lufteinheit nimmt, kontern wir das damit. Gegen die Taranteln sind die natürlich schlecht. Aber ist jetzt halt so. Aber ich hätte gern noch mehr Crawler. Ich überlege gerade, ob ich das ausnahmsweise mal mache, das schon früh zu holen. Aber nur weil wir Cost Control Spezialist haben. Ich mache das jetzt einfach mal. Kann auch voll in die Hose gehen. Wahrscheinlich war es nicht so schlau, aber ich habe das Gefühl, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Chaff.
So, schauen wir mal. Ja, er ist halt sehr langsam aufgestellt, ne? Er hat jetzt die Typhoons geholt. Hat er einen verkauft hier, ne? Ah ja, okay. Also er weiß, dass die Taranteln nicht so das Gelbe vom Ei sind. Ja, die Mustangs sind gegen die Typhoons jetzt natürlich schwach, ne? Ah, wobei Stufe 2 ist halt gar nicht so schlecht vielleicht. Der Gesamtaufbau hat gewonnen, aber ich habe jetzt natürlich auch krass investiert, weil ich habe letzte Runde 200 mehr gehabt, diese Runde jetzt 300 weniger. Mit den 100, die wir jede Runde mehr kriegen, kommt es aber auf 0 raus. Runde 3, Orbital ist eigentlich immer ziemlich gut. Aber will ich so früh schon eine Fähigkeit und dann noch für 100, kann ich nicht viel aufbauen. Er wird es wahrscheinlich holen, ne? Ich mach's einfach. Und dann hau ich hier. So. Okay. Ich möchte Sledgehammer. Und ein Schild. Wo mache ich den Schild hin? Hier. Erwischen wir, glaube ich, am meisten. Ah, okay. Er holt keinen. Zum Glück hat er keins geholt, ne? Dieser eine Schild hätte jetzt nicht viel. Ja, und bei mir war es jetzt natürlich ein bisschen verschwendet, ne? Weil das meiste geht aufs Schild. Gar nicht groß Damage gemacht. Hier hinten irgendwas. Was haben wir hier zerstört? Ich weiß gar nicht. Also bis jetzt bin ich nicht so zufrieden. Ich sollte jetzt einfach mal mich auf mein Bild fokussieren. Nicht irgendwie auf das, was er macht. Hätte mir vielleicht lieber die Fähigkeit holen sollen. Also das Photonending, wenn wir jetzt eine gute Einheit kriegen, das draufklatschen, wäre vielleicht ganz cool gewesen. Ha. Könnten wir jetzt auch machen. Also irgendwie so aufgestellt sind die Panzer nicht gut, habe ich das Gefühl. Vielleicht brauchen wir auch noch mehr Kleinkram. So. Und was? Ich mach mal Mech Rage. Und wir kommen hier so. Und ja, ganz klassisch hier außen. Ich hoffe jetzt auf der nächsten Runde auf einen starken Einheiten-Drop. Und Defense-Upgrade würde ich normalerweise nicht machen, aber bei uns sind ja alle von Natur aus schwächer. Und dann würde ich die Fangs noch holen, ja. Einfach freischalten, kostet ja nichts.
Okay. Er hat jetzt Melting Point. Ich habe aber gar keine krassen Single-Target-Dinger. Dann würde ich, glaube ich, auf Sniper gehen. Und Long Range. Und versuchen, die Melting Points wegzusnipern. Kann halt sein, dass er jetzt auf Multiple, also auf Energy Diffraction geht. Mit den mehreren Strahlen. Um damit die Sledgehammer wegzumachen. Dass noch kein Sledgehammer aufgelevelt ist, ist total erbärmlich. Also ich werde die beim nächsten Mal wieder alle in einer Reihe aufstellen. Und nicht so senkrecht. War jetzt mal ein Experiment. Ja, Sniper mit EMS vor allem, ne? Weil die sich sonst hochheilen wie blöde. Kann der bitte mal aufs Beat abklicken? Hallo, ist jemand anwesend? Phoenix. Ja, er hat halt auch Sniper, aber nur einen, ne? Aber auch den Farseer. Ich nehme einfach Stufe 4 Phoenix, weil es die restlichen Einheiten kontert. Platziere den jetzt mal. Hier mittig, dass die sich aufteilen. Okay, dann will ich den auf jeden Fall upgraden. Und ich wollte mir Sniper holen. EMS. Mache ich auch schon Range? Was hat denn der? 115. 140. Nee, ich mache jetzt nicht zwei Upgrades auf einmal. Das finde ich nicht so gut, glaube ich. So. Photon-Coating ist jetzt halt unnötig. Hier, boom. Ja, ich war mal wieder zu langsam. Wenn man gleichzeitig noch redet und aufnimmt, dann ist es echt schwer manchmal zu denken. Ich habe schon so manchmal Zeitdruck ohne die Aufnahme. Okay, mein Handy ist auf Stumm und macht trotzdem Geräusche. Ich hoffe, man hat es jetzt nicht gehört in der Aufnahme. Wird langsam wohl Zeit für ein neues, würde ich sagen. Ja, Runde. Geht nochmal an uns. Sehr schön. Oh, Targeting System. Ist halt teuer, aber Range auf allen im Vorteil ist natürlich schon stark. So. Armor Piercing Bullets machen wir noch drauf. Und vielleicht mal ein paar Fangs noch oder so. Fang. Noch ein Sniper. Hier und die beiden können wir mal noch upgraden, auf jeden Fall.
Photonen heben wir uns jetzt einfach noch auf. Das Coating hier. Ach, ich habe das Bomber Orbital vergessen. Ja. Die stehen natürlich total bescheuert hier vorne, wo ich zu lange gebraucht habe. Und er hat jetzt natürlich hier das, den Aufteilungsstrahl, ne? Wie vorhergesehen. Der wird aber genommen, wenn die Sniper drauf schießen. Hole ich vielleicht mal noch zwei oder so. Und mach Long Range drauf. Oh, die Runde wird eng. Das hier vorne hat halt wehgetan. Mit seinen Raketen. Dass er die zwei Panzer auf einmal ausgeschaltet hat. So, dann hole ich das hier. Da kommt nämlich gleich ein Unit Drop. Okay. Scharfschütze, Scharfschütze. Noch einer hier im Schild außen. Und ja, hier steht halt schon einer. Das ist doch irgendwie blöd, wie ich das aufgestellt habe. Hier in der Mitte, das ist halt so schlecht. Ich mach hier mal ein Ding vorne dran. Aus Gründen. Die upgraden wir auf jeden Fall. Die Sniper bekommen Range. Dann. Was mache ich noch? Schwierig. Hier, Range. Und ich habe schon wieder das Bomber-Ding vergessen. Und jetzt hat er halt drei Raketen auf einen Crawler geschossen. Jokes on you. 150. Ausgegeben für eine 100er Einheit. Hier brauchen wir aber noch. Ja, jetzt wäre eigentlich ein großes Ding gut, ne? Ah, ich weiß nicht, was macht man denn gegen diese multiplen Strahlen? Eigentlich einfach die Reichweite, denke ich mal. Er hat auch Reichweite erhöht. Ja, sieht ja schon mal ganz gut aus gerade mit den 5 Snipern hier. Ja, wobei, ist halt nichts mehr da, was vorne dran steht. Das heißt, ich hole jetzt Fangs ohne Ende. Und bomb ihn jetzt komplett weg. Oh, wenn ich Fangs ohne Ende hole und er holt die Stormcaller, ist halt mies, ne? Also ich würde sagen, wir brauchen was, was vorne dran tankt. Fortress. Boom. So, was haben die für eine Geschwindigkeit? 11. Fortress 6. Ja, egal. Ich will die auch nicht zu weit jetzt nach vorne setzen. Dann brauchen wir Fangs. Hier so. Machen wir mal so. Und noch mehr. Dann eine bekommt Photonen, eine Absorption.
Vielleicht Fang Production? Nee, Barriere. Sniper Upgrade. Dann noch eine. Fortress. Ja, ich war mal wieder zu lahm, um mein ganzes Geld auszugeben. Das bricht mir jedes Mal das Genick. Und ich bräuchte vielleicht mehr Chaff Clear, ne? Er hat so viel Fangs. Ich hätte mir die Stormcaller holen sollen. Ja, und ich brauche noch eine mittlere Welle an Chaff. Aber jetzt haben wir schon mal was, was noch vor den Scharfschützen steht, ne? Er hat auch eine Fortress. Oh je, nee, das war's. Aus und vorbei. GG. Und damit zurück. Okay. Ja, dann verabschiede ich mich. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.